Aber das ist natürlich auch noch eine Menge Sprit. Sollte langen, um nach Duna zu kommen. Wenn ich keinen Scheiß baue, wenn ich Duna überhaupt treffe. Ich habe schon zu lange nicht mehr gespielt. Bin schon wieder zu blöd dafür. Ach, wir versuchen einfach nochmal. Keine Ahnung, ob das jetzt schon unser Start wird. Oder nicht. Nee, ach, siehst du, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ich bin auch blöd, ehrlich. Mir sagt ja auch keiner was. Die Fallschirme! Mann! Hoffentlich kriegen wir das auch hier hin jetzt. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass das hier nicht klappt. Ja, das ist eigentlich wurscht. Das macht eigentlich nichts, okay. Ja, aber das kriegst du jetzt natürlich nicht hin mit zwei, ne? Scheiße, ey. Aber den hat er da reingepackt, okay. Dann müssen wir die eben einzeln setzen. Nützt nichts. Okay. Und die hier. Ja gesagt, so weit wie möglich nach hinten. Das Ding ist dann schon abgesprengt. Okay. Passt mir jetzt zwar nicht, dass ich das jetzt nochmal hier anpacke. Ah, ich glaube, es macht immer nichts. Der kommt auch so ganz gut runter. Natürlich auch noch hier einfach einsetzen können, ne? Der das Ganze ein bisschen ins Gleichgewicht bringt. Quasi. Ja, genau. Wir lassen das einfach mal so. Also schaden kann das eigentlich nicht. Oder? Einzige Frage, die sich mir immer noch stellt, ist, kommen wir damit an? Beziehungsweise bin ich fähig genug, um damit anzukommen? Keiner wird so weit nach oben schießen. Kein Mensch wird so weit nach oben schießen. Ach so, sind ja gar keine Menschen, sind ja Körbels, ne? Ne, Bill? Du tust mir echt leid, Bill. SAS an. Bisschen Gas. Ich gebe gleich noch ein bisschen Gas nachträglich. Brauchen wir jetzt nicht. Smart SAS brauchen wir ja später. Okay. Ich mach mal eine Ansage. 3, 2, 1, Liftoff! Der hätte ich ja direkt fast beim Start gefailt. Bitte wackel nicht so sehr, versuch dich einzukriegen. Alles wird gut. Oh, kalter Kaffee. Kennen wir ja, ne? Ach, schmeckt auch kalt. Okay.
Brauner, ruhig. Ja, die haben natürlich genug Druck, ne? Aber die saugen auch den Sprit raus wie sonst was. Wir machen mal einen Gravity-Turn hier. Nicht drehen. Oh, Scheiße. Ach, egal. Ich lasse ihn erstmal so. Gott, wer hat den ganzen Müll hier rumfliegen lassen? Ist ja schlimm. So. Den ausfahren, bitte. Bill, keine Panik. Wir machen das. Wie hoch gehen wir? 100? Stopp. Ja, okay. Sprittechnisch sollte für eine Umlaufbahn zumindest noch ganz gut reichen. Kannst dich schon mal drauf einstellen. Hier, pro, Junge, pro. Aber dann muss der Rest natürlich reichen, um bis nach Duna zu kommen. Ich hoffe, ich kriege das gebacken. Weil ich hab natürlich, das nützt alle nichts. Ich muss vorher ein bisschen ausprobieren. Wenn ich jetzt vorher nicht mal ein bisschen was gebaut hätte, ein bisschen ausprobiert hätte, dann wären wir noch lange nicht fertig. Da würde ich wahrscheinlich noch irgendwo da unten jetzt rumkrausen und irgendwas Blödes zusammenbauen. Das macht ja keinen Sinn. Deshalb trainiere ich natürlich vorher auch mal. Deshalb brauche ich auch immer ein bisschen Zeit dafür. Also ich bin da kein Crack oder sonst was. Nicht, dass ihr denkt, ich wäre da so super toll drin. Bin ich überhaupt nicht. Ich bin da echt schlecht drin, glaube ich. Und deshalb muss ich vorher trainieren. Und ich habe dann auch ausprobiert, nach Duna zu kommen. Habe es nicht gepackt. Ne? Ich bin echt mal eben an Duna vorbeigeflogen. Das hat mich so angekotzt. Aber ich habe gesagt, dann trotzdem scheißegal. Ich probiere es jetzt einfach aus. Ja. Und ich hoffe, ich baue jetzt nicht schon wieder Scheiße. So. Können wir eigentlich auch schon langsam Gas geben. Pass mal auf, wir nehmen den mal hier raus. Ich stelle den mal ein bisschen flacher. Ah, nicht wenn das SAS an ist. Und jetzt gleich ist es auch schon fast vorbei, weil wir auf 100 sind. So. Ruhig. Reicht. Reicht, reicht, reicht. Alles klar. So, ganz klein bisschen Sprit haben wir noch. Können wir uns mal überlegen, in welche Richtung wir fliehen werden. Ich würde sagen, wir fliehen nach außen. Das heißt, wenn wir nachher hier unten sind, ist auch gut, von der Periapsis aus werden wir durchstarten. Ja, Zeitbeschleunigung geht nicht, weil SAS an ist. Eigentlich der beste Punkt, um nachher Gas zu geben, die Periapsis, weil wir da am schnellsten sind. Was da alle rumfliegt, ne? So.
Okay, stellen wir auf Pro. Ach, bin ich froh, dass ich den Mech-Job hab. Wenn man das alles von Hand machen muss. Jetzt mal ehrlich, ey. So ein Astronaut stellt das ja auch nicht von Hand ein. Oder? Der wird bestimmt auch irgendwo auf den Knopf drücken können und sagen, hier, Pro, ab nach vorne. Ich finde wirklich, das alleine das Teil hier, was ich damit machen kann, fände ich schön als Standard in Kerbal Space Program. Also wenn das Ding Standard wäre, dann würde ich den Mech-Job, glaube ich, gar nicht mehr drauf machen. Okay, ich gebe mal Gas. Bisschen erstmal nur, um den letzten Sprit zu verbrauchen. Okay, Gas weg. Und abkoppeln. Klein bisschen Gas weg hier. Ich hätte da ja auch mal so kleine Raketen dran machen können, dass die Dinger wegfliegen, ne? Aber ihr seht ja, das läuft. Okay. Dann lasst uns hier abhauen. Wie sieht es eigentlich mit unserer Stromversorgung aus? Das sieht gut aus, ne? Hey. Einmal den Weltraum beleuchten. Können wir auch einfahren. Jetzt habe ich sie wieder ausgefahren. Wollte ich doch gar nicht. Obwohl, wenn ich das nachher vergesse, ich lasse die mal ausgefahren. Ich kenne mich ja. Das dauert jetzt natürlich wieder. Man könnte es rausschneiden. Ach ja, man könnte so viel rausschneiden, ne? Und so habe ich da auch mal wieder was zum Hochladen. Wer weiß, wann ich nächste Mal dazu komme. Das dauert aber auch. Diese Triebwerke sind natürlich auch ziemlich mau. Ich hoffe, ich habe hier keinen Kollisionskurs mit dem Moon oder mit Minmus, aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Und ich hoffe, der Sprit langt. Ah, die sind ja sehr genügsam, die Triebwerke. Oh, ist aber wieder mal ein schönes Bild, ne? Boah, sieht das knuffig aus, das Spiel, ehrlich. Oder sollte ich Simulation sagen? Wie seht ihr das? Ist das ein Spiel oder ist das eine Simulation? Ist ja doch sehr simulationslastig, ne? Gefällt mir eigentlich sehr gut. Also so der Mix ist schon sehr gelungen, irgendwie. Das heißt Mix. Ich find schon, dass es eine Simulation ist. Und Fluchtgeschwindigkeit sind 3200 Meter oder so um den Dreh. In etwa, ne? Haben wir noch ein bisschen Zeit, können wir noch ein bisschen Körben genießen. Irgendwann fliegen wir mal dahin. Ist das Hawaii? Kann nur Hawaii sein. Körbwei. So, die Umlaufbahn vom Moon haben wir schon mal.
Jetzt wird interessant. Ach, guck mal, ist ja gar nicht so viel. Ist ja gar nicht 3200. 3100 ist wahrscheinlich... Ach, schon früher. Ach, ich erzähle wieder nur Mist. Da. Ach, noch nicht mal 3000. Fluchtgeschwindigkeit. Kommt vielleicht auch immer darauf an, wo man gerade so ist oder so. Keine Ahnung. Ihr wisst, ich mache das immer ein bisschen aus dem Bauch heraus. Mit sowas fliegt man noch nicht durch den Weltraum, oder? Ach, eigentlich doch. Wenn man sich die ISS und so anguckt, die sieht ja auch ähnlich aus. Nicht wirklich. Ja, tschüss, Kerbin. Wir sehen uns. Irgendwann. Hauen wir erstmal ab hier. So. Und ich war sowieso wieder sehr schlau. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo Duna ist. Wahrscheinlich dauert jetzt eine Ewigkeit, bis wir erstmal den richtigen Punkt haben zum Transfer nach Duna. Okay. Gucken wir uns das mal an. Wo steckt denn Duna? Ja. Ihr wisst, das läuft wie bei der NASA, ne? Also perfekt wäre, glaube ich, wenn er hier unten wäre, ungefähr jetzt. Und er ist da oben. Aber. Wie ging das denn nochmal? Ja, genau. Transwarp. Wo ist Duna? Duna. Mechjab, helf mir. Mach das richtig. Das sag ich dir. Junge. Mal sehen, wie lange die Aufnahme wird. Da bin ich mal gespannt, wie lange wir dafür brauchen. Können wir nachher auch mal schön gucken, dass wir vielleicht, ich hoffe, wir kommen überhaupt an. Wo waren wir? Waren wir hier oder waren wir hier? Boah, ich weiß das nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo wir gelandet sind. Und hier gibt es auch noch eine Anomalie. Wir könnten versuchen, hier in den Krater zu kommen, ne? Ich meine, wir waren letzte Mal hier. Jetzt wollte ich hier gerade ranzoomen. Schön wär's. Apropos, wie sieht's denn aus? Wo sind wir? Wir sind da. Oh, jetzt wird's spannend. Oder ist schon spannend? Ach, ist schon spannend. Dann wird er jetzt nur einstellen und Gas geben. Jo.